Servus Leute, herzlich willkommen bei Mototech. Ich wollte euch heute mal erzählen, was ich jetzt in einem halben Jahr Ducati-Projekt so gelernt habe, was ich mag und was ich nicht mag. So, ich wollte euch jetzt nach einem halben Jahr, die ich diese Ducati besitze, die 1199S, mal ein bisschen Feedback geben, was ich an dem Motorrad mag, was ich nicht mag, was mir jetzt so aufgefallen ist. Ich fange mal an mit dem Offensichtlichen. Punkt 1, was ich mag, die Optik. Also das Motorrad ist wunderschön, sieht aus jedem Blickwinkel klasse aus. Mit dem Auspuff jetzt finde ich noch besser, ist einfach ein Hingucker. Also das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor, der Ducati auszeichnet oder auch italienische Motorräder, dass die immer sehr schön aussehen. Also das ist auch, denke ich, für viele mit einem Kaufargument einfach so eine Ducati Sportmaschine zu kaufen, weil sie einfach ja super aussieht. Das ist so Punkt 1, den ich mag. Wir machen das jetzt immer so ein bisschen im Wechsel, damit man nicht einmal alles hat, was einem gefällt und dann einfach zum Schluss die Keule kommt, was schlecht ist. Punkt 1, was ich nicht mag, ist, dass das Tuning schweineteuer ist. Also es gibt natürlich Teile, die sind universell einsetzbar, so wie jetzt Bremspumpen oder dergleichen. Aber sobald das irgendwie in die Ducati-spezifische Richtung geht, werden die Teile einfach abartig teuer. Wenn man jetzt mal absieht von reinrassigen Rennsportteilen der RS-Modelle, das ist eine ganz andere Schiene, das kostet bei jedem Hersteller. Aber wenn es jetzt einfach um Course-Parts geht oder um ja, Teile, die die Hersteller speziell für dieses Motorrad machen, dann steigen die Preise einfach, weil Ducati draufsteht, in die Höhe. Das ist also Punkt 1, den ich nicht so mag, dass das Tuning der Motorräder sehr teuer ist. Ich bin mir natürlich auch dessen bewusst, dass dieses Motorrad moderner ist als die K5 zum Beispiel oder jetzt die K7, die wir gerade machen. Aber trotzdem sind die Teile verhältnismäßig auch im Vergleich zu modernen Supersportlern teurer. Punkt 2, den ich mag, der Sound. Also schon serienmäßig hört sich das Ding wirklich sehr cool an. Jetzt mit anderer Auspuffanlage natürlich noch eine ganze Ecke aggressiver und besser. Ist natürlich jetzt ein bisschen Zwiespalt, weil eingetragen sind, glaube ich, 104 dB. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und in Gebieten, wo die Anwohner eh schon lärmgebeutelt sind, ist das natürlich immer eine schwierige Sache, aber man hält sich innerorts zurück, man fährt auch an Wohnhäusern jetzt nicht einfach im ersten Gang vorbei. Das mal außen vor, aber der Sound ist einfach genial. Also das Ding hört sich an wie dieser V2-Klang, ist da, aber man merkt halt, es ist ein reinrassiger Rennmotor, weil die Drehfreude auch noch drunter kommt und weil dann dieses dumpfe V2-Wollern abgelöst wird von so einem hohen V2-Schreien, das ist schon echt cool. Also anhören tut sie sich brutal. Punkt 2, den ich nicht mag, bezieht sich hierauf, wenn ich jetzt mal demonstriere. Ich setze mich hier drauf und ich rutsche nach vorn. Die Originalsitzbank ist beschissen. Also man versucht sich hier zu positionieren, sodass man eine fahraktive Position kriegt. Man kommt aber ständig, auch aufgrund der schmalen Taille, hierzu. Ich klemme mich jetzt gerade mit den Knien fest. Sobald ich wirklich Druck aus den Knien oder Oberschenkeln lasse, rutsche ich nach vorn. Und das wirkt sich natürlich auch beim Fahren aus. Sobald man ein bisschen schneller fährt, sitzt man natürlicher und bewegt sich ja auch mehr. Aber wenn man nur ein bisschen langsamer fährt oder nicht drauf achtet, dann rutscht man sofort vor, was wirklich dazu führt, dass man eigentlich, wenn man sportlicher fahren will, so eine Tankerweiterung braucht oder einen anderen Sitz. Weil das ist, also für mich gefühlt, was ich überhaupt nicht leiden kann. Wobei wir da wieder überleiten können zu Punkt 3, den ich mag, nämlich grundsätzlich die Sitzposition. Also das hier ist alles an seinem Platz, das ist alles sehr sportlich. Man hat einen relativ guten Windschutz, obwohl das Motorrad sehr schmal ist. Die schmale Taille gibt einem genug Spielraum, dass man hier hin und her kann. Das sind dann eigentlich so zwei Punkte, die ich mag, aber die ich gleichzeitig nicht mag, weil die Sitzposition, auch die Rastenposition Serie. Die Stummelposition habe ich mal geändert gehabt, ein bisschen ausgedreht, ist jetzt wieder Serie, weil es einfach gut funktioniert. Die ganzen Betätigungen hier liegen schön im Feld, das passt alles wunderbar.
Aber der Sitz ist eben scheiße. Also vielleicht so ein dualer Punkt, was ich mag und gleichzeitig nicht mag. Sitzposition an sich und Ergonomie. Aber der Sitz ist blöd. Da möchte ich auch noch was ändern. Denn die Grip-Pads, die helfen zwar viel, ist aber noch nicht ganz ideal, wenn man es doch immer wieder merkt. Punkt 4, den ich mag. Das Fahrwerk bzw. die Komponentengüte. Man hat oft das Thema, dass wenn man ab Werk ein Motorrad kauft, in dem Ölins ist, das hat Triumph jetzt mal gemacht, das hat April ja schon gemacht, dass die quasi sagen, ho, hier ist Ölins drin, da ist dann zwar auch eine Gabel und ein Federbein, auf dem Ölins steht, das ist aber irgendwo aus dem Regal von vor 10 Jahren. Bei den Ducati Superbikes ist es wirklich so, wenn man ein aktuelles Superbike kauft, dann ist da auch wirklich ein TTX drin und da ist dann eine Gabel drin, die auf Stand der FGAT ist. Natürlich war das hier elektronisch. Hinten ist jetzt schon umgebaut, vorne ist das ein bisschen aufwendiger, deswegen haben wir uns das mal geschenkt. Aber das funktioniert sehr gut. Die Materialien, die Oberflächen und so weiter und so fort, die sind alle top-notch. Also das ist wirklich ein sehr gutes Öhlins-Fahrwerk, auch der Lenkungsdämpfer und nicht irgendwas, was man sich mal aus Marketingzwecken aus dem Regal geholt hat und dann aufs Motorrad geschmissen. Wir mussten jetzt allerdings ein bisschen anpassen, ist aber kein großes Thema, habe ich ja bis jetzt bei jedem Motorrad gemacht, weil ich es einfach wichtig finde. Aber dieses Komponententhema ist schon sehr präsent hier. Ich meine auch die Brems- und die Kupplungspumpe, da steht Brembo drauf. Das sind halt so Semiradial-Brembos. Aber das funktioniert schon alles ganz gut. Das ist also, was das ganze Thema angeht, mit Zuliefererkomponenten schon ein recht hochwertiges Motorrad und ein Motorrad, das gut aufgestellt ist. Wenn wir jetzt gerade bei Fahrwerk sind und ich so hier runterschaue, dann kommen wir zu Punkt 4, den ich nicht mag. Nämlich der Reifenverschleiß. Ich sage immer, beim Motorrad ist mir der Spritverbrauch egal, weil das einfach ein Spaß und ein Hobby ist. Und da darf man dann, wenn man es auf sportlicher Schiene betreibt, nicht drauf achten, ob das Ding jetzt 10 Liter säuft oder 15, übertrieben gesagt. Aber der Reifenverschleiß von dem Motorrad ist aufgrund dieses Drehmomentbergs, den sie da anschiebt, plötzlich schon echt enorm. Also der erste Satz Reifen, der hier drauf war, hat gehalten. Gut, da war ein bisschen Nordschleife mit dabei, aber das war nicht, ja, das war nicht die Vielzahl der Kilometer. Der erste Satz hat nicht mal ganz 800 Kilometer gehalten. Und das war vorne hinten dann logischerweise. Aber das ist schon heftig. Also klar, die Leistung und das kriegt man mit anderen Supersportlern bestimmt auch hin, wenn man richtig knacken lässt. Aber bei so einer GSX-R bei der K9, da habe ich da schon nochmal 200 Kilometer mehr rausgeholt, bevor wirklich Komplettsense war. Und ich fahre meine Reifen nicht so, dass ich sage, oh, jetzt ist an einer Stelle aber ein bisschen kritisch, dann werfe ich den runter, sondern die waren platt. Also diese Reifen waren tot, vorne wie hinten. Da ist das dann natürlich schon inklusive Verbindungsetappen, wie gerade an der Nordschleife fährt man ja auch immer wieder vom Parkplatz hin und zurück und da fährt man ja langsam. Also ist schon eine Hausnummer. Also Reifenverschleiß gefällt mir nicht so. Was mir dafür gefällt, das ist glaube ich Punkt 5, meine ich, was mir gefällt. Na, ist ja egal. Mir gefällt die soziale Akzeptanz dieses Motorrads. Also, ich finde es total cool, wenn man irgendwo durchfährt, wie dieses Motorrad akzeptiert und wohlwollend angeschaut wird. Was vielleicht auch einfach mit dem Namen und der Geschichte zusammenhängt von Ducati. Das kennt man einfach, das kennt man wie Ferrari, das hat so einen gewissen Charme und wenn ich mit diesem Motorrad irgendwo durchfahre, werde ich schon anders angeschaut, als wenn ich mit der K9 oder einer Triumph irgendwo durchgefahren bin. Obwohl das Motorrad laut und präsent ist und klar, man fährt innerorts dann schon so, dass man sich zurückhält und dass man wirklich auch sich an die SCVO hält und dass man keinen Lärm macht. So dieses im ersten Gang durch den Ort bollern, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Ich weiche ab. Die soziale Akzeptanz des Motorrads ist echt geil. Also, wenn man irgendwo durchkommt, viele Leute schauen sich das Motorrad an, obwohl sie ja jetzt auch schon was älter ist. Viele Leute grinsen einem zu, nicken einem zu, wenn man so ein bisschen vorbeibollert. Das ist schon sehr cool. Was aber, wenn ich jetzt beim durch den Ort fahren rede, oder wenn ich vom durch den Ort fahren rede, so wäre das richtig, mir als nächstes kommt, was mich stört, ist das klassische Ducati-Thema mit dem Gehacke auf der Kette. Oder das ist eigentlich V2, V1, V1, haha. Das ist eigentlich so ein je weniger Zylinder, desto präsenter Thema.
Man fährt durch einen Ort und das Motorrad hackt halt bei niedriger Drehzahl auf der Kette rum und verschluckt sich und was weiß ich, was einen dazu zwingt, dass man tendenziell eher einen Gang niedriger fährt oder zwei Gänge. Also mit der hier kann ich einen dritten durch den Ort fahren, ohne dass ich die ganze Zeit rumklappere. Mit so einem Vierzylinder, da bin ich das halt gewohnt, dass ich das im sechsten Gang gemacht habe. Einfach wirklich gemütlich durchrollen, so mit 50 bis 60 laut Tacho. Auf der Triumph genau das gleiche Thema, die hatte das auch. Hier ist es dann halt schon ein bisschen diffiziler. Das ist so ein Thema, an das muss man sich gewöhnen. Ist auch nichts ganz Gravierendes, aber das ist so ein Thema, was mir dann nicht ganz so gut gefällt. Was gefällt mir noch? Ja, was mir noch gefällt, ist auf jeden Fall der Spaß- und Erlebnisfaktor beim Fahren, weil das Motorrad schon sehr präsent und fordernd ist, finde ich. Also eher stressig zu fahren, aber deswegen habe ich ja die K9 im Prinzip abgegeben, weil das so eine Iteration der K5 war. Das war im Prinzip so das gleiche Schema und das hier ist halt komplett anders. Also sie ist sehr aggressiv und das Motorrad wheelt und das Motorrad ist laut und das Motorrad will halt genau den Input, den es braucht, um etwas zu tun. Wenn man jetzt etwas unentschlossener da drauf sitzt, dann ist es Kacke. Also dann, man muss schon entschlossen schnell fahren, aber es ist zum Schnellfahren gebaut. Also man merkt schon, das Ganze, die Ergonomie, die Thermik und so weiter, ist alles auf Schnellfahren ausgelegt und das macht dann schon irrsinnig Spaß. Also Schnellfahren geht richtig gut und es ist ein sehr präzises Motorrad auch, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Das bringt dann aber auch wieder Negativpunkte mit sich beim Thema Langsamfahren. Und zwar ist das Motorrad, beziehungsweise das muss man, finde ich, nicht als Negativpunkt sehen. Das sage ich ganz zum Schluss. Was ich noch einen Negativpunkt finde, abschließend, ist einfach die Thermik an dem Motorrad. Das haben ja schon viele festgestellt, oh ja, da kocht es einem die Eier und das ist ganz schrecklich. Was ich aber noch viel schlimmer finde als die Hitze unterm Sitz, weil das finde ich generell kein so großes Problem, wenn man zügiger fährt, ist die thermische Stabilität des Motors. Man fährt hier auf der Landstraße wirklich sehr zügig. Da hat das Motorrad 85, 90 Grad. Alles wunderbar, solange der Kühler durchströmt wird. Sobald der Luftstrom abreißt, kriegt das Motorrad instant über 100 Grad Wassertemperatur. Also beim durch den Ort bollern kannst du zugucken, wie Stück für Stück für Stück die Temperatur steigt. Und das ist halt schon, boah, ja, nicht eine Fehlkonstruktion, weil Ducati baut dieses Motorrad, um schnell zu fahren, sondern ein Punkt, wo vielleicht ein bisschen mehr Kühlleistung, ein bisschen dickerer Kühler oder so am Anfang schon gut getan hätte. Also, das ist so ein Punkt, der mir nicht ganz so gefällt. Wenn man jetzt nicht drauf achtet, wenn man sich die Wassertemperatur nicht anzeigen lässt im Display, sondern nur wartet, bis die Warnlampe angeht, dann passiert das nicht, weil die geht, glaube ich, erst bei 105 oder 106 Grad an. Wenn man aber jetzt wie ich auf das Wohl des Motors bedacht ist und da die Wassertemperaturanzeige halt anhat, und sieht 100, 101, 102, 103, dann ist das einfach nicht so cool. Rennstrecke steht ja noch aus, außer der Nordschleife, wobei die Nordschleife da eigentlich sehr gut ist, weil da wird das Motorrad lange krass durchströmt, bei viel Vollgas und viel Wind, nichts Enges. Und dann beim Runterfahren kann man sie noch kalt fahren, da ist das alles gar kein Thema. Aber jetzt, wie gesagt, bei Ortsdurchfahrten, wenn man es wirklich knacken lässt, oder auf der Rennstrecke, wenn man wirklich dann ohne Abkühlrunde rausfährt und runter, das stelle ich mir schon als Problem vor. Deswegen fahren ja auch viele einen großen Kühler. Ja, ich glaube, das war's vorerst mal. Was ich jetzt vorhin noch aufgegriffen habe, was man vielleicht als Negativpunkt sehen könnte, was ich aber nicht so sehe. Dieses Motorrad ist nicht dafür gemacht, langsam zu fahren. Also ich habe das von der Triumph Daytona auch schon gesagt, als sie dann die höheren Rasten hatte und ein bisschen aggressiver dastand und so weiter. Das ist auch kein Tourenmoped gewesen. Aber es gibt kein Motorrad meiner Meinung nach, das sich so dagegen weigert, langsam gefahren zu werden, wie dieses. Also nicht falsch verstehen, sie lässt sich langsam fahren, ist dann aber halt Kacke. Also ich verstehe nicht, wie man sich so ein Motorrad kaufen kann, um damit bei der Eisdiele vorzufahren. Gut, ich verstehe, dass man das haben möchte aus Prestigegründen und dass das schön ist und dass sich das geil anhört. Aber dieses Motorrad macht erst dann Sinn, wenn am Tacho alle roten Lampen leuchten und die wirklich richtig geprügelt wird. Ab da, finde ich, macht dieses Motorrad Sinn. Ab da versteht man, was sich Ducati beim Bauen gedacht hat. Nämlich, gibt dem Motorrad ordentlich und
mach keine halben Sachen damit. Das ist so die Philosophie dahinter steckt. Deswegen fände ich es auch ein bisschen verwerflich, jetzt zu sagen, ich finde das ein Negativpunkt, dass man mit diesem Motorrad keine Touren fahren kann. Weil, also, wenn man sich das Motorrad anguckt, dann sollte eigentlich schon klar sein, für was das Ding gebaut ist. Und deswegen bin ich jetzt nach einem halben Jahr da schon echt glücklich damit. Und mich macht es auch jedes Mal froh. Das ist so ein klassisches Motorrad, wo man in die Garage kommt und sich es auch mal ein bisschen anguckt, auch wenn sie jetzt dreckig ist und ich nicht der typische Ducati-Besitzer bin, der da regelmäßig drin rumputzt. Aber ich finde, es ist ein sehr schönes Motorrad und mir macht es bisher riesigen Spaß. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Ducati habt, vielleicht habt ihr selber eine und sagt mal, was euch so an dem Motorrad stinkt oder ob ihr das so unterschreiben könnt, was ich gerade gesagt habe. Wäre ganz cool, ab in die Kommentare damit. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.